Die Leute, die euch sagen, derjenige, der zum Gericht geht, ist direkt Kafir, der ist ein Ahnungsloser. Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah treffen in vielen Sachen nicht einfach so eine Entscheidung, sondern wir erklären immer alles, was detailliert. Detailliert bedeutet, dass es davon abhängt, mit welcher Absicht man eine Sache macht. Ich gebe dir ein Beispiel. Eine Person erwählt, zum Beispiel erwählt eine Partei. Und seine Absicht ist, diese Partei hat die richtigen Gesetze. Und diese Partei sind diejenigen, die wirklich einzig und alleine die Gesetze machen dürfen. Was ist hier seine Absicht? Kufr. Richtig? Aber eine Person wählt jetzt, weil er denkt, dass diese Partei einen Nutzen für die Muslime bringen kann. Und er möchte diesen Islam weiter aufrechterhalten. Was ist jetzt sein Urteil? Auch Kafir? Ha? Dieser hat sogar Eifersucht für seine Religion. Warum hat er diese Partei gewählt? Ha? Weil sie ein Übel wegnimmt in dieser Gesellschaft. Wie Allah Azza wa Jalla sagt in Surat Ar-Rum, وَيَوْمَ إِذِينَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. Und an diesem Tag werden sich die Gläubigen freuen. Über was ging es hier? Um den Sieg der Römer über die Perser. Frage, Römer und Perser, was sind sie? Muslime? Beide Kuffar. Aber die Römer waren was? Ahlul Kitab, das heißt, sie standen näher zu unserer Religion. Eine Frage, warum freuen sich die Gläubigen über Kuffar? Waren die Sahara Kuffar, weil sie sich gefreut haben für Kuffar? Und das ist das Problem, was du heute hast, bei Leuten, die nichts verstanden haben. Die Sahaba haben sich gefreut, ja, die Sahaba haben sich gefreut, weil diese Leute noch eine Religion besitzen. Die sind uns näher als die Perser, die was anbeten? Das Feuer. Warum sagt Allah Azza wa Jalla, und an diesem Tage freuen sich die Gläubigen? Deswegen. Und weil hier das Versprechen Allahs Azza wa Jalla wahr geworden ist und weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam die Wahrheit verkündet hat. Deswegen freuen sich die Gläubigen. Und wenn du das nicht erwähnen würdest und du würdest so ein Beispiel an diese irregegangene Gruppe machen, die würden sie vom Islam ausschließen, wenn sie nicht wüssten, dass das die Sahara sind. Deswegen unterscheidet, liebe Geschwister, wir haben einen klaren Unterschied zwischen, deine Absicht spielt in gewaltigen Sachen eine Rolle. Du trinkst Alkohol und ein anderer trinkt Alkohol. Der eine ist Kafir, der andere nicht. Wie? Einer trinkt es und er denkt, das ist erlaubt. Der andere trinkt es und er weiß, er macht eine Sünde. Sind die beiden gleich? Wie kriegen wir raus, wer der Kafir ist? Wie kriegen wir das raus? Wie kriegen wir das raus, wenn wir die beiden so sehen? Gar nicht. Gar nicht. Ist klar oder nicht klar? Deswegen, warum haben wir Iqamatul Hujjah? Das heißt, die Belehrung von einer Person, bevor man ihn vom Islam ausschließt, damit man auch weiß, was er gemacht hat. Wusste er über diese Sachen Bescheid? Weil manche Leute in der Zeit von Sahaba radiallahu anhu, gab es manche, die haben Alkohol. Die waren in der Schlacht von Badr dabei. Umar ibn al-Khattab in seiner Zeit. Er hat sie dann gepeitscht. Sie haben eine Ayah falsch interpretiert. Eine Ayah falsch interpretiert. Und Umar hat sie nicht vom Islam ausgeschlossen. Deswegen, liebe Geschwister, hier sind Absichten eine große Sache. Wir können nicht eine Person verurteilen, bis wir erfahren haben, was ist seine Absicht. Mafum Achil Kalim und mit dem Gericht auch Mafum. Das heißt, die Gesetze sind hier drei. Es gibt drei Arten von Gesetzen. Es gibt Gesetze, die stimmen mit unseren Gesetzen überein. Dann gibt es Gesetze, die sind gegen unser Gesetz. Und dann gibt es Gesetze, dass egal, wie zum Beispiel über Grün laufen auf die Straße, aber da musst du auch aufpassen, dass du nicht dem Tabut folgst. Wenn du bei Rot stehen bleibst, dann musst du aufpassen, weil Rot ist groß. Was hat Verkehrsrecht mit Scharia zu tun? Frage. Was hat Verkehrsrecht mit Scharia zu tun? Gar nichts. Das heißt, diese Gesetze tangieren gar nicht die Scharia. Und dann gibt es Gesetze, zum Beispiel ist Klauen bei uns verboten? Und auch hier im Land verboten? Nein, das geht überein. Wir haben Gesetze und sie haben Gesetze. Kein Problem. Hier
unterlassen wir das nicht, weil wir Angst haben vor einem Gerichtshof hier, sondern wir unterlassen das Glauben, weil wir Angst haben vor wem? Vor Allah Azza wa Jal. Das ist die Sache. Und deswegen siehst du, dass die Muslime sich sehr gut benehmen, Alhamdulillah Rabbil Alamin, das war ironisch gemeint, weil sie auch Allah Azza wa Jal fürchten. Nicht irgendjemand anderen. Na'am. Wallahu ta'ala ala wa a'la. Tafadhal.